Die Nordische Skiweltmeisterschaft ist ein mega krasses Ding. Es ist unglaublich, was da momentan gerade in Seefeld abgeht. Seit ja, knapp 2 Jahren geht es eigentlich schon richtig rund bei uns da. Ja, also ich bin Unterfrauner Thomas, bin Streckenchef bei der WM 2019 hier in Seefeld, bei mir daheim quasi. Und jetzt geht's dann richtig los. Und jetzt ist die heiße Phase, es dauert nicht mehr lang. Jetzt ist einfach wichtig, dass wirklich der Feinschliff passt, also dass jeder Handgriff ein bisschen in sich übergeht, dass das Ganze funktioniert. Dass die Leute alle zusammenhelfen, dass wir als Team arbeiten, dass das Material alles vor Ort ist. Einfach, dass jetzt alles schnell geht. Die Unterkonstruktionen für die Tribünen sind bereits im November, also im Herbst, passiert. Die sind jetzt eigentlich alle recht fertig. Da geht es jetzt nur darum, auch wieder mal den Schnee von den Tribünen runterzubekommen. Da, wie ihr seht, wir haben eine super Winterlandschaft da haben. Wir haben aufgrund dessen, dass das Skispringen manchmal auch sehr spät ist, haben wir eine neue Flutlichtanlage gekriegt. Plus brauchen wir das Licht auch ganz dringend bei uns auf der Loipe herunten. Gerade in die Früh-, in die Morgenstunden und in die Abendstunden, wo einfach nur das letzte Fitting vom Stadion stattfindet. Das Holzbauprojekt ist das sogenannte Stock-Helene-Stadel, der bei uns ein paar Meter hinter der Ziellinie steht, wo wir einfach mega happy sein, weil das einfach für uns logistisch ein sehr wichtiger Punkt ist, wo wir Material lagern können, wirklich direkt im Zielbereich und einfach logistisch Gold wert für uns. Würth ist bekannt als Sponsor vom Deutschen Skiverband, sieht man immer wieder auf die Einkleidungen oben. Für uns ist der Partner mega. Also es ist wirklich super, wir haben die Maschinen vor Ort. Früher haben wir sie immer von weit weg holen müssen und jetzt ist es echt super. Also wir haben da wirklich das ganze Werkzeug, was wir angefordert haben, was wir benötigen, haben wir vor Ort. Wir haben Container auf der Strecke, das heißt, wir haben kurze Wege, die Helfer müssen nicht von der Strecke wieder zurück und wieder raus, sondern wir haben wirklich auf der Strecke Materiallager, Materialcontainer, was bis oben hin gefüllt sein und einfach mega super Arbeiten für uns voraussetzen. Hand in Hand ist unser Slogan bei der WM. Mit so einem Partner wie mit Würth kann man wirklich Hand in Hand gemeinsam zur Skiweltmeisterschaft antreten und die Weltmeisterschaft richtig feiern.